Oh, er hat Fische gefangen, der Kleine. Oh, was macht er? Er will sich Verstärkung holen für seinen Angriff. Ja, nee, das ist ja mal wieder typisch für ihn. Shit, und ich mache einen Abgang. Das meine ich mit der Lederrüstung, wenn das nicht passiert, da wäre ich jetzt weggerollt. Gegebenenfalls. Und ich wäre tot gewesen. Das hat eben so die einzige Möglichkeit. Oh. Nein. Nicht dein Ernst. Dass er mich jetzt so da wegballert. Und ich hatte schon überlegt, was passiert, wenn ich den töte, bevor der Große wieder ist. Ja, nee, ist klar. Hätte ich vielleicht mal schärfen sollen, hätte ich das vielleicht sogar hinbekommen. Geht jetzt eher auf den anderen. Ha! Ich wusste, er greift mich nicht an. Danke, dass du mir so schön dich präsentierst. Ah, ich glaube, ich bin nicht voll? Was denn das für ein Schild? Mit meiner Schärfe. Jetzt bin ich aber echt enttäuscht davon. Aber ich muss nach oben halten für den Drehangriff, ne? Wie gesagt, ich kann die Kombos noch nicht perfekt. Ah, das sah ziemlich gut aus, ja. Du holst jetzt nicht nochmal Verstärkung. Okay, doch. Mach du ruhig mehr Verteidigung. Von mir aus. Du überlebst eh nicht mehr allzu lange. Okay, vielleicht doch. Cha-Cha-Tanz! Wo ist er denn? Okay, nee. Dafür muss ich nicht sehen. Ich hätte bloß mehr gerne den Blitz mitbekommen. Oh, die Schallbombe. Wie er das machen will. Nope. Ich bin rausgenoped. Habt ihr gesehen? Ha? Kann das auch? Gibt es nicht nur in Bildern, ich kann das auch in echt. Rausnoben. Nope, 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 nope. Ich prall selbst mit grüner Schärfe immer noch ab. Ja, nee, Siggi, Junge. Ey, nicht nett. Du sollst gefälligst sterben, ach man. Wäre so geil gekommen, wenn er jetzt tot gewesen wäre. Oh, der Kampf geht doch, da ist er. Endlich. Und Cha-Cha verschwindet. Cha-Cha kehrt zurück zu seinem Heimatplaneten. Wuhu, seine Arbeit ist getan. Wie ihr seht, kann ich sogar teleportieren. Schade, dass er es nicht sonst immer macht. So, wenn er weiß, wo das Monster ist, sich mal hin teleportiert und dann angreift. Ah, er haltet mit aus. Schön, netter Cha-Cha. Also eigentlich sucht er ja die Leiche nach Überresten von Knochen und Ehechen ab, aber lass uns das mal. Ich habe keine Grille mit. Mann. Ich schön Fischis. Wow. Ich glaube, das ist ein Goldenfisch. Obwohl, nee, der sieht ein bisschen klein dafür aus. Aber ist der einzige goldene Fisch da drin. Also, ist das jetzt Goldi? Dann haben wir da noch Silberfischi 1, 2 und 3 und Big Boss. Ich hoffe, wir können sie alle auch nicht zuordnen. Sind jetzt ein bisschen durcheinander geschwommen. Wer von dem ist 1, 2 und 3? Na? 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 Wer ist wo? Tja, das ist die Frage. Natürlich bekomme ich jetzt wieder ordentlich viel. Ja, yeah, okay, das sieht gut aus, schön, ja, das sollte eigentlich reichen. So. Also ich fange gleich an zu kreischen. Badumts. Okay, ein bisschen Geld, ein bisschen groß. Ach, ich habe im Großjagd jetzt nicht nachgeguckt, wie groß der war. Nicht so schlimm. Wird schon nicht so überragend gewesen sein. Und wenn, hätte mich das Spiel bestimmt darauf hingewiesen. So wie, Achtung, schau mal, du hast da ein großes Gold bekommen, falls es hier überhaupt gibt. Hätte es, glaube ich, schon irgendwie gemacht. Sonst hätte ich es halt eben übersehen, ist auch nicht so schlimm. Oh, ja, Gossi ist wieder da. Yeah, yeah, Waffe verbessern. Nee, warte, Waffe schmieden. Hammer. Star. Hammer Time. Kann ich mir den eigentlich auch durch verbessern machen? Also hier nicht, hier brauche ich dann meine Killerkäfer. Komm, ich mach den erstmal lieber, das ist mir sicherer. Aus dem Eisenhammer müsste ich theoretisch machen können. Das heißt, das war der hier. Also ich müsste jetzt dem hier machen. Und dann müsste theoretisch als nächste Möglichkeit der hier kommen. Der hat weniger Angriff. Ach komm, wir machen jetzt einfach ganz gut. Okay, ich brauche die Zündsteine. Habe ich gerade gesehen. Gut, dass ich sie vorher gefarmt habe. Ja, jetzt ausrüsten. Habe ich immer noch 3. Okay.
und verbessern. Jetzt können wir mal schauen, ich habe noch ein Geld, was hier rausgekommen wäre. Nicht ausrüsten. Die Kriegskeule. Okay. Jetzt habe ich hier nicht genügend Monsterknochen M. Schade. Hier fehlen mir jetzt Pergamizid-Erz, genau. Hier immer noch das Megadämonenmittel. Den habe ich gerade gemacht, hier habe ich schon geguckt. Das könnte ich nochmal machen. Ah! Ich könnte mir die Waffe machen? Die wäre doch auch übelst geil! Warum bemerke ich das nicht erst jetzt? Oh nein, Alter, eine Lehmlanze! Das ist das A und O, das geht überall! Okay, kostet auch 12.000. Warum kosten denn die Lanzen so viel? Das kostet nur 10.000 hier. Ist sie echt so gut schon? Ah, müsste man mal machen. Egal. Ich habe jetzt den hier, den ich mit einem Flammenbeutel... die Ratian. Hätte ich dafür die Belohnung bekommen, hätte ich jetzt einen Flammenbeutel. Oder Guru Peko Feder. Nee, komm, das Feuer bei so einem Hammer ist da besser. Okay, wir haben unseren Hammer. Endlich. Nach lang ersehntem Farmen. Wir haben kein Geld mehr. Das kann ich mir aber noch schnell Neues machen. Ja. Ich mache mir nämlich Geld, indem ich Bäume anpflanze. Die Bäume fälle ich dann und mache aus den Bäumen Papier. Und aus dem Papier mache ich dann Geld. Soll mir jemand sagen, Geld wächst nicht auf Bäumen. Kompletter Bullshit. Okay, das passt so. Oh, war. Ey. Irgendwas war gerade mit Rätseltopfmaske. Genau, die brauche ich nämlich, um dann mega die Mondmittel machen zu können. Oder beziehungsweise zu bekommen. Ach ja. Rehmaske. Schön, dass man mir jetzt von allen Masken erzählt, obwohl ich es noch nicht mache. Ha. Denn, wie gesagt, das habe ich euch ja erzählt. Ich erzähle es einfach nochmal, denn doppelt hält besser. Mit der, wie ist das? Topfmaske kann man relativ gut und schnell. Wo sind die Donnerkäfer? Da. Kann man gut und schnell auch Megadämonen bekommen, indem man Mega-Netze oder Mega-Harpunen reintut. Eins von beiden war es, das wusste der Schreiber nicht mehr genau. Ah! Oh, deal with it! Yes, 100% sind 6 Stück. Sollte für die nächsten paar Tage reichen. Ich überlege gerade, genau. Hallo. Anabekosen. Und die Typen können einen theoretisch Hells-Extrakt auch mitbringen, müssen dafür allerdings auf Level 3 sein. Und man muss die an die Nearby-Insel senden. Der konnte so nur auf Englisch schreiben. Egal, wir haben unsere Waffe. Wir gehen mal schnell essen. Ja. Der hat ein Schwert auf dem Rücken? Hey, das würde ich auch, das Schwert sieht geil aus. Mann. Okay, Jumbo Broads und Dickkopfmilch. Das muss doch einfach nur gut schmecken. Und dann ein Sammler für Rohstoffe. Yum, 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 yum. Oh, das sieht schon so lecker aus. Mit Wolf das Wasser im Mund zusammen. Richtige Süße, Ausdauer erhöht und Verteidigung erhöht. Schwarzgürtel, Werfer und das war's. Ja, das klingt ganz gut. So, verlorenen Blau. Nein, Anführer der Meute. Genau. Großbuggy-Kopf verletzen und betäuben den Großbuggy. Das sollte kein großes Problem werden. Ernsthaft. Das krieg ich hin. Ich bin ein Mann. Ich krieg das hin. Sei ein Mann. Du musst so schnell sein wie wildes Wasser. Du musst so heiß sein wie ein Typhoon, sei ein Mann. Du musst so... Warte, was kommt da? Schnell sein wie Peniswasser. Geheimnisvoll und gleich... Was? Geheimnisvoll und gleich so wie der Mond, genau. Übrigens, das hier ist die Tundra. Sieht relativ kalt aus, ja. In das Wasser da unten will ich nicht fallen. Obwohl, doch, ich mach da gleich mal einen Köpfer rein. Because I fucking can. Ja, man kann hier echt einen Köpfer reinmachen. Das zeige ich euch gleich, wie geil das geht. Ja, erstmal. Alter, meine Ausdauer wurde echt ordentlich erhöht. Nice, das sollte ich vielleicht mal öfter essen.
Und zwar, wenn ich mich nicht irre, so genau hier. Köpfer. Bam. Kann man zum Beispiel angeln. Und der liebe nette Typi steht hier. Ja. Oh, Aro. Ein Köder. Erstmal angeln. Eisfischen. Ist das nicht schön? Ha. Nee, verdammt, da habe ich. Ah, Kopf hoch, das lernst du noch. Alter, halt die Fresse, Chacha. Halt einfach nur die Fresse. Du kannst nicht mal ansatzweise besser als ich. Juhu, da habe ich einen. Juhu, du bist gut und alles dank Lakatschaschas Hilfe. Juhu, ein Burst Arowana. So, was gibst du mir noch? So, was kann ich für dich tun, Jäger? Ja, jede Wette, das kannst du besser kommen als ich. Hey, nutzloser, nichts sonst, okay, da habe ich übertrieben. So, auf das. Oh, verdammt, ich habe meinen Kopf vergessen. Nein! Ich bin ohne Kopf losgezogen. Ach, egal. Psychoserum. Nein, der Giginox ist nicht da. Shit. Mann, ach ja, übrigens, wir haben neue Monster. Weil wir haben neues Gebiet. Zum neuen Gebiet können eigentlich immer neue Monster. Da. Nein. Da. Juhu, Erfolg. Wir machen bloß. Chacha tanzt. Wow, Blitz. Wir machen bloß immer noch ein bisschen wie heißt das? Genau, meine Schärfe ein bisschen sorgen. Weil die einfach mal so verdammt wenig ist. Meine grüne Schärfe. Ich habe nämlich gerade zugeguckt. Also ich habe ja meine Waffe gesehen, so typisch Pekko-mäßig ist da nur so pixelgrün. Aber es wird schon laufen. Und hier sehen wir auch die Großmagie. Allgemeine Informationen zum Großmagie. Er ist ein Eismonster, er kann einschläfern, er sieht genauso aus wie ein großer Yagi. Man kann auch bei ihm den Kopf kaputt machen. Okay, er sieht nicht genauso aus, aber gehört zur ähnlichen Gattung. Er ist ein bisschen muskulöser und ein bisschen fetter. Ziemlich blau, im wahrsten Sinne des Wortes. Er frisst Pepe und er kann gestunt werden, wenn man seinen Kopf trifft. Halt eben. Oh fuck, ich hätte meinen Kaltkopf nehmen sollen. Halt eben genauso wie der Großmagie halt. Ja. Hab ich ja jetzt schon gesagt gehabt. So. Ah, schade. Oh, und wenn man so getroffen wird, muss man schnell einen Energy Drink trinken. Damit man wieder fit wie ein Turnschuh ist. Und Energy Drinks erhöht auch die eigene Ausdauer, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich wollte jetzt nicht meinen Remote Stick schütteln, ich wollte eigentlich ein Heißgetränk trinken. Aber okay. Wenn die Wii meint, dass jetzt einmal in die Luft zu schlagen besser für die Ausdauer ist und für die Hitze des Jägers, von mir aus, machen wir es ruhig. Oh. Ich habe jetzt so oft mit Schild und Schwert gekämpft, ich bin gar nicht mehr an den langsamen Hammer gewöhnt. Aber Schild und Schwert konnte ich mir ja leider nicht machen. Hey, bleibst du im Face mal stehen? Also nicht so stehen, dass ich jetzt abblocke, aber. Yes, Mann! Ich muss den Kopf kaputt machen und ich muss ihn betäuben. Das heißt, ich muss so oder so ordentlich stark auf den Kopf gehen. Oh, jetzt eine Geschichte zum Großbuggy. Ich war auf High Rank gerade angekommen, hatte keinen, der mit mir spielen will. Es war wirklich keiner online, der mit mir einen Großbuggy machen wollte. Dachte ich mir, okay, mach's halt eben mal alleine. Mit Armbrust. Keiner stark. Armbrust, nein, so ziemlich noch die erste Armbrust. Alles schwach, keine Ausrüstung irgendwie. Also wenig Schüsse. Am Ende habe ich auch alle gegen den hier verbraucht gehabt. Und ja, das war schlecht. Ich habe 49 Minuten für den Großbuggy gebraucht. Ja, 49 Minuten für den Großbuggy. Das ist eigentlich eine Geschichte, wo man sich für schämen muss. Aber trotzdem, ich habe durchgehalten, die ganzen 50 Minuten gegen diesen scheiß Großbuggy gekämpft. Ich habe jeden Schuss eigentlich getroffen, meiner Meinung nach. Aber ich habe es nicht geschafft, den Typen schnell ganz zu machen. Die haben mich auch in der Schule dafür ausgelacht, muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Aber ich habe mit Armbrust durchgehalten. Ich weiß, es glaubt mir keiner mehr, dass ich ein guter Armbrustschütze war. Aber trotzdem, es war halt so. Die späteren ging schneller, aber der eine war irgendwie nicht so einfach, wie er eigentlich hätte sein sollen. Und irgendwie schaffe ich es schon wieder nicht, den Typ zu treffen.
bringt mir all das Feuer, wenn mich der Schweif umhaut. Ich hätte eigentlich nach Guru Pico Pause machen sollen. Bäm, nehm ich das A erfüllt. Bäm, nehm ich das B erfüllt. Nein, ich will nicht schlafen. Nein. Und ja, Bingo, ja, ich bin wieder. Erstmal Trank reinwerfen. Mini-Wettstellen bereithalten. Oh, liegt da ein Shiny Drop? Ja, da liegt ein Shiny Drop. Oh, yes, man. Buggy. Ne, Buggy. Ich kann mir nichts Schöneres als eine Buggy-Schuppe vorstellen. Ey, er tritt so einen eckigen Mann. Toll. Und der wird noch lange nicht humpeln. Ach, die grüne Schärfe. Die nicht grüne Schärfe. So, geht ein bisschen auf den Geist. Das heißt, ich sollte versuchen, die Waffe so schnell wie möglich noch zu verbessern. Damit ich dann gegen Giginox und Co. auch wirklich eine Chance habe. Okay, gut. Solche Erfahrungen muss man halt eben erstmal machen, bevor man sie ausmerzen kann. Alter, hat der geile Augen im Dunkeln. Das hatte ich komplett vergessen. Nice. Och nee, ich will nicht schlafen. Greif mich an. Am besten nicht der, aber okay. Das Schlimme an Schlafen ist ja, dass man dann, wenn man vom Großbuggy getroffen wird, ordentlich viel Schaden kriegt. Zum Beispiel mit dem Angriff. Schlag zu und triff Buggy. Genau mit dem Angriff. Weil man schläft und er macht nochmal extra viel Schaden. Das ist halt eben Monster Hunter, wenn man schläft, wird man überrascht und kriegt mehr Schaden. Es geht halt eben für die Jäger genauso wie für die Monster. Leider. Cha-Cha spürt Kraft des Tanzes. Tanz ist stark in Cha-Cha. Limbo Tanz verkehrt rum und ich bin geheilt. Aber mir fast schon klar, dass er das macht. Das war das einzige Logische in dieser Situation, wenn er Kraft des Tanzes spürt. Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Wocke, wocke, ey, wocke, yo, yo. So, er haut ab. Ich brauche ein bisschen Isisium. Ich brauche nicht euch Buggies. Kein Blutstein. Ich brauche kein Eiskristall. Walter, ich brauche Isisium. So. Drecksteil. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Du sollst mich in Ruhe lassen, hab ich gesagt. Du Drecksteil, sollst mich einfach mal in Ruhe lassen. Ich brauche keine Eiskristalle. Ich brauche Isisium. Och Mann. Aber okay. Übrigens, die Fackeln da hinten kann man erleuchten, indem man eine eigene Fackel von vorne mitbringt. Ey, wehe da. Oh Mann, ich muss gerade ein bisschen farmen, meine Freunde. Es geht gerade nicht anders. Aber ich krieg nichts, das ist schlecht. Das ist so ziemlich das seltenste Objekt hier, was man beim Farmen kriegen kann. Beim Steinfarmen in diesem Film. Das ist wie das Pergandizid-Erz, bloß noch ein bisschen selten. Isisium, sehr schön. Erstes. Ich brauche 7 davon. Auf geht's. Möge das Farmen weitergehen. Beginnen wir ja Quatsch, hat wieder der Guru Pico gefarmt. Ach, 1 bekommen. Wuhu. Ich bin nahezu froh. So, zurück zum eigentlichen Thema. Schlecht das Gameplay gegen Großbuggy mit Hammer. Oh man, no Metal, du bist doch so still, die Bild mit dir. So. Waffenstärke ist gesunken. Na, jetzt freue ich mich schon wieder auf den weiteren Kampf. Also ja, in der Queststufe 4 war es der Gurgul. Ne, warte, 5. 3 war es der Gurgul. In der Queststufe 4 jetzt, oder was auch immer das jetzt ist, ist der Großbuggy. Ne, ich hasse. Das sind irgendwie immer die Monster, oder öfters die Monster, die eigentlich einfach sind, die mir das Leben zur Hölle machen. Und halt eben die Hölle eingefrieren lassen, wie es der hier tun würde. Aber ich habe immerhin bei den Nebenquests erfüllt schon. Das ist schön. Warte mal. Konnte man nicht die Quest auch mit Nebenquest abschließen? Warte, Buggy, bring mich mal um. Ich glaube. Ja, stimmt. Das habe ich komplett verdrängt. Man konnte die Quest auch gewinnen, indem man die Nebenquest abschließt. Das klingt verdammt komisch. Klingt bescheuert. Ich weiß, aber
geht. Ich glaube, ich erzähle euch gerade keinen Unsinn. Das würde ich jetzt gerne mal zeigen. Zumindest ging das online. Das müsste eigentlich am Bett gehen, so mit Nebenquest abschließen. Oh. Ja, oder man macht die Hauptquest. Das geht natürlich auch. Jetzt habe ich so lange darüber nachgedacht, dass das Ding schon wieder tot ist. Ja, Siggi, Junge. Siggi. Oh. So, und ja, für den hier haben wir jetzt bestimmt 4 Parts, wenn nicht sogar 5, Gurupeku gefahren, um dann eine andere Waffe zu machen. Ja, nur dafür, damit dann der Großbuggy mit der falschen Waffe relativ schlecht und verdammt schnell platt gemacht wird. Ah, Blödstein. Ja, hier gibt's einen Erdkristall. Okay, warum nicht? Wenn du mir unbedingt den Erdkristall geben willst, dann her mit. Sag ich nicht nein. Verdammt. Ration. Horatio und Kay kann weg. Eisenerz, komm schon. Ach man. Yeah, ich habe die Quest erfüllt geerntet. Wuhu, ist das nicht schön. Manu. Okay. Quest erfüllt. Hiermit bedanke ich mich erstmal. Ach du Shit. Ja, bedanke ich mich mal für die ganzen Sachen. Es gibt von dem vor allen Dingen Monster noch ein S und kein M. Oh. Okay. Ich bedanke mich trotzdem schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So müsst ihr so sehr viel wie mir. Ich schaue jetzt nochmal kurz, ob ich die Rüstung fertig mache. Also, ich mache jetzt nochmal kurz die Rüstung fertig. Sag mal so. Dann schaue ich mir noch, was ich da so reinpipseln kann. Mit etwas Glück kommen noch ein paar geile Fähigkeiten raus. Ich kann schon nicht mal mehr denken. Geschweige denn reden. Was soll das nur werden mit mir? Hey, 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 hey. Nicht genau. Oh Mann, es fehlt mir. Also müssen wir den Gurupeku dann nochmal machen. Okay, von mir aus. Und dann in Zukunft machen wir verlorene Blau. Kalte Steine. Oh, der Jägertöter. Das gefällt mir doch mal. Das machen wir dann. Und die Erdetoren, die müssen wir auch noch irgendwann mal machen. Ah, die sind bei der gleichen Queststufe. Okay, also Queststufe 4 an sich ist kacke. Asozial. Gibt's einen Großbuggy und Gobul. Die zwei Gründe, warum das scheiße ist. Alle anderen sind in Ordnung. Nur die beiden sind doof. Ja, ich will speichern. Ich kann jetzt meine Rüstung doch nicht fertig machen. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und reingeschalten, reingehauen, was auch immer. Wenn es euch gefallen hat, signalisiert mir irgendwie bitte, damit meine Hoffnungen nicht umsonst sind. Ansonsten, adios amigos. Auf Wiederhören.